Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Good Company hier aus DGame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sehen, wir haben die 150 Module schon geschafft. In der letzten Folge sind jetzt fleißig dabei. Wir haben hier oben noch ein Achtungszeichen. Achso, das kann ich da wegklicken einfach so und ein aktives Modul ist jetzt das. Wir verdienen auch schon ein bisschen Geld damit, das ist schon mal ganz gut. Wir haben auch unsere Produktion erweitert. Wir haben jetzt auch endlich dieses Lager hier richtig in Betrieb genommen. Ich hoffe, dass genügend Logistikarbeiter unterwegs sind, aber es sieht erstmal ganz gut aus, dass hier jeder arbeitet und keiner dumm rumsteht oder keiner gar nichts macht. Achso, ja gut, wenn er da was aus dem Lager rausholen muss, dann steht er natürlich meistens davor wie ein Blöder, aber gut. Okay, also hier brauchen wir wahrscheinlich weniger von. Weil die Leute, die die Teile herstellen, die stehen meistens immer doof da und warten darauf, dass sie ihre Kiste loswerden. Da müsste man vielleicht eventuell mal, ja, gucken, dass das besser klappt. Also da kriegen wir ja 250 mal von diesen Teilen hier raus. Jedes Mal von 10 Plastik. Ich glaube, da hätte ich bloß eine Fabrik gebraucht. Aber wir müssen erstmal gucken, was das neue Modul wird, wenn das alte jetzt hier durch ist. Wir brauchen noch 30 fertig produzierte. Das sollte sich ja jetzt irgendwann hier ergeben. Guck mal, hier sind alleine schon 26. Ich nehme ihn mal mit und bringe ihn mal hier hin. So. Okay, dann gibt es gleich ein neues Modul und dann müssen wir gleich mal alles umbauen hier wieder. Mal gucken, ob das denn auf dem beruht oder nicht auf dem beruht. So, du schleppst du jetzt hier. Warte mal, hast du hier noch... Nee, du hast keine mehr. Wieso ist denn das hier so voll, das Regal? Achso, du schleppst es ja hier mit rein, ne? Genau, drei Stück wollte ich jetzt hier noch haben. Die muss ich mir hier hinbringen. So, okay, jetzt gibt es ein neues Modul. Jetzt müssen wir mal ganz kurz Pause drücken. Da müssen wir jetzt natürlich erstmal gucken, was brauchen wir dafür. Aktuelles Modul, welches produziert werden muss, ist denn dieses. Das heißt, da müssen wir jetzt mal ganz kurz, warte mal, nee, da können wir doch hier, warte mal, doch, da nehmen wir Pause. Baumenü. Dann sehe ich doch bestimmt hier an diesen Tischen, was ich da herstellen kann. Und zwar kann ich jetzt am Bastlertisch Metallstab, oh Gott, glaubst du, eine verbesserte Batteriezelle. Also die verbesserte Batteriezelle, verbesserter Batteriepack ist jetzt quasi das gewählte Teil. Und was hat das denn? Kann ich das irgendwo sehen, was das für Produktionsketten hat? Oder muss ich das, kann ich das auf der Elektronikwerkbank? Kann ich das nicht machen? Standardwerkbank kann ich das auch nicht machen, aber da kann ich, okay, die Metallstab und die Metallkleinteile machen. Chemischen Tisch, Batteriezelle, okay. Okay, also dann werden wir jetzt erstmal einmal hier alles verkaufen und dann werden wir das hier neu aufsetzen und dann müssen wir mal gucken, wie wir mit den Arbeitern klarkommen. So, heißt also hier erstmal mit dem Bulldozer durch, kommt alles weg, ganze Material. Objekt ist nicht leer, okay, die müssen wir dann ein bisschen verschieben, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir die dann noch dann irgendwo hinkriegen, wo sie hingehören. So, das können wir auch noch wegmachen, dann sind sie jetzt erstmal alle arbeitslos. So, wir brauchen, achso, wir können jetzt erstmal verschieben. So, dieses Lager verschieben wir erstmal hier hin, dieses Eckregal. Wir schieben erstmal hier hin. Da können ja Sachen drin liegen, die kann ich dann ja durch die Gegend tragen. Das kann ich ja dann leer räumen, wenn es denn sein muss. So, die haben jetzt hier noch alles Kiste in der Hand. Wenn das außerhalb vom Lagersystem ist, dann müssen wir, ich weiß nicht, ob ich die hier irgendwie die Kisten leer machen kann oder die dann mal ganz kurz von ihrem Job befreien. Und dann müsste das eigentlich gehen. Warte mal, es müsste jetzt eigentlich gehen, wenn ich in dem Moment, wenn ich sage... Reiß das mal ab, dann müssten die alle ihre Waren verlieren, dann haben die nichts mehr im Inventar. Und dann ist alles immer gut. So, jetzt stehen natürlich hier ein Haufen Leute rum, die nicht wissen, was sie zu machen haben. Wir haben 54.000 Gold, um es zu bauen, damit wir das hinzukriegen. So, wir brauchen auf jeden Fall den chemischen Tisch, der das fertige Produkt herstellt. Das fertige Produkt, das werden wir jetzt mal hier unten herstellen lassen. Direkt neben dem Warenausgang in zwei Bergbänken. Wie machen wir das am blödesten hier dran? Doch, das geht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus, wenn wir das hier so hier dran machen. So. Hier wird das fertige Produkt hergestellt. Der verbesserte Batteriepack. So, dann werden hergestellt. Die verbesserte Batteriezelle brauche ich wahrscheinlich für den Batteriepack. So.
Die stelle ich alle 4 Sekunden her. Ich glaube, ich brauche die 4 brauche ich für das Endprodukt. Dann machen wir hier drüben die verbesserte Zelle. Warte mal, nee, das geht noch nicht. Da muss ich mal ganz kurz auf Verschieben gehen. So. Muss mal gucken, ob ich die Lager so eng hier in die Mitte dann kriege, dass die Lager nur in der Mitte sind, die nur in der Mitte durchlaufen und hier die Arbeiter von außen quasi dann in die Lager rangehen und dann das da einfach rausholen, was sie brauchen. So ist zumindest der Plan. Nee, setzen. Chemischer Tisch. Achso, der muss dann hier hin. So hin. So hin. So, dann kann ich jetzt zum Beispiel hier dieses mittlere Lager, das müsste doch hier genau da. Dann, also, das können wir ja in der Mitte machen, okay. So, dann machen wir jetzt noch ein Logistikzentrum hier mal. Dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn ich hier Logistik. Ein Logistikpunkt. Ach, guck mal, der geht sogar bis Mitte rein dort. Gut, okay. Also so habe ich zumindest jetzt an den Stirnseiten die Lagerflächen. Die kann ich auf jeden Fall immer nutzen. Ist schon mal ganz gut zu wissen. Und dann kann man die Lagerpunkte miteinander verknüpfen. Das weiß ich nicht. Wollte ich mal rausfinden irgendwann, ne? Den jetzt hingestellt, den habe ich jetzt auf 2 gestellt, okay. Naja gut, ist nicht wieder schlimm. Warte mal, der geht bis dahin, also muss ich jetzt bis hier hingehen, damit ich den dann Transferlager dazwischen bauen kann. So. Okay. So, also hier wird ein großes Lagerregal als Transferlager genommen. Jetzt stellen wir hier mal so in die Mitte. So. Dann können wir, würde ich sagen, mittleres Lagerregal hier an die Werkbänke ransetzen und hier an die Werkbänke ransetzen. Hier in die Werkbänke ransetzen und da steht ein scheiß Pfeiler im Weg. Da geht es natürlich nicht. Aber ich kann das in die Werkbänke reinsetzen. Ist ja noch cooler. Dann, warte mal, verschiebe das mal. In die Werkbank hinein. In die Werkbank hinein, in die Werkbank hinein. Sehr gut. So. Sehr gut, das ist das große Transferlager, dann nach oben hin, ne, das sind vom Wareneingang, denn hier auch Waren hinkommen. So, dann bauen wir jetzt, wie viel Geld haben wir noch? 34.000. Dann bin ich dafür, dass wir dagegen sind. Nein, dann bauen wir noch Werkbänke und zwar baue ich dann durchaus, warte mal, ich mache hier die Zellen, diese fertigen Zellen, mache ich hier die Dinger und hier mache ich die einfachen Sachen und dann muss ich die Metallsachen bloß hier oben noch machen, ne? Reicht mir das als... Naja gut, ich kann es erstmal so probieren, ob das denn überhaupt funktioniert, das stimmt schon. So Metallstab, Metallkleinteile und Plastikteile brauche ich, sind dann natürlich genau 3. Das ist natürlich ungünstig. Ich könnte hier auch an 3 Tischen fertige Produkte machen. Dann mache ich hier an 2 Tischen die... Warte mal, was ist denn das hier, das braucht? Ja, dann stehen die hier. Dann 4 Sekunden brauchen die, um ein Teil herzustellen. Ich weiß nicht, wie viele Teile die verbrauchen, um dann hier einmal 10 ein so ein Ding herzustellen. Kann ich denn, kann ich hier irgendwo den Bauplan sehen von dem Ding? Infobrowser. Materialien für Herstellung. Ich brauche einen davon, 10 Schrauben und ein chemisches Gemisch. Ein chemisches Gemisch muss ich auch noch herstellen, okay. Alles klar, das braucht auch 10 Sekunden. Dann brauche ich genauso viel wie davon. Ah, okay. Das heißt, ich brauche noch chemisches Gemisch. Und dann machen wir hier chemisches Gemisch. An den Tischen. An den Tischen die fertigen Produkte. So, dann müssen wir jetzt nur noch herstellen, dass wir... Also 20 Sekunden, nee, 5 Sekunden ein Teil. Das heißt, wenn wir jetzt einen Tisch für Knopfzellen haben und einen für verbesserte Batteriezellen, dann müsste das ja schon passen. Richtig? Also alle 5 Sekunden produziert ihr hier jeweils ein so ein Teil. Das heißt also, wir kriegen hier dann theoretisch alle 2,5 Sekunden ein Teil raus. Dann brauche ich... Pro Reihe brauche ich jeweils den einen chemischen Tisch für die verbesserten Dingszellen und einen für die Knopfzellen. So, Knopfzelle, verbesserte Zelle. So, und dann brauchen wir jetzt noch die Standardwerkbank, dreiteilig.
für das andere Material. Der eine muss Schrauben machen, der nächste muss Rohre machen. Und der nächste muss Plastikteile machen. Brauchen wir jetzt einen Tisch für. Machen wir da ein Lager für 3 Stück. Kriege ich das hin? Oder kann ich die nie davor? Kann ich die jetzt nicht stellen? Das wäre blöd. Warte mal. Ich kann jetzt hier mit der Kamera nicht durch die Gegend fahren. Das ist das Problem. Ich würde jetzt ganz gerne hier die Karte ein bisschen verschieben. Dann muss ich mal ganz kurz aus dem Baummodus raus. Ah, muss ich sogar aus dem Pausenmodus raus. Das ist immer auf mich zentriert. So, dann mal Pause wieder rein und dann gehen wir in den Baumodus. So, dann brauchen wir also die Standardwerkbank. Eine für Metallstab, eine für... Eine für Metallstab, eine für Dings und eine für Schrauben. Okay, so. Dann braucht man ein mittleres Lagerregal. Eins hier, eins hier, eins hier. Gut. Das sieht doch schon mal erstmal gar nicht so schlecht aus. Wir müssen die Materialien jetzt natürlich denn hier zur Disposition stellen, dass sie da rausgenommen werden können. Oder die muss ich dann halt ein bisschen wild verteilen. Da müssen wir natürlich dran arbeiten. Wie kann ich denn die Materialien, die kann ich doch jetzt einfach alle erstmal da rein verbringen lassen dann, ne? Dass die hier sozusagen einen reservierten Platz kriegen, weil die hier sowieso einen reservierten Platz dafür immer brauchen. Richtig? Richtig. Jetzt muss ich aber überall eine Produktion einstellen und da vergeht Zeit bei. Ich würde das ganz gerne, ohne dass da Zeit vergeht, machen. Oh Gott, was habe ich denn alles in meinem Inventar hier überhaupt? Ein Haufen Scheiß hier drin, ne? Ja, den kann ich ja erstmal in das Lager legen hier. So, gehen wir erstmal an das Lager ran. Geh doch mal an das Lager ran. So. So, dann kannst du hier erstmal ein paar Sachen ablegen, die vielleicht eventuell woanders gebraucht werden. So. So, wir machen hier. Ja. Hier machen wir. Geh mal da dran. So, hier machen wir die Stangen. Hier machen wir die Schrauben. Und da drüben machen wir die Plastikteile. Plastikteile. So, dann machen wir an dem Tisch hier. Da muss man natürlich überall außen rum rennen. Der Tag, der vergeht, ne? Machen wir dann die chemischen Sachen. Und an dem Tisch machen wir Knopfzellen. So, dann machen wir an dem Tisch. Nein, an dem Tisch. Chemische Sachen und an dem Tisch machen wir. Nee, warte mal. Nee, hier machen wir die Teile. Hier machen wir die Teile. So. Die chemischen Sachen wollten wir hier drinnen machen, ne? So, die chemischen. So, hier machen wir die Teile. Hier machen wir die Teile. So, dann werden die chemischen Sachen. Ach, jetzt renne ich wieder einmal außenrum hier. Axt. Mein Geld wird immer weniger. Nichts zum Verkaufen gerade hier. So. Geh doch mal ran an den Tisch. So. Chemie ist das, was knallt und stinkt. Du sollst an den Tisch rangehen. Ist das Maria und Josephine. So. Das ist wirklich schwierig. Also das Einstellen, das hätte ich lieber ein bisschen einfacher gehabt. Muss ich ehrlich sagen. Also das hätte ich wirklich ein bisschen einfacher gehabt. Weil das kostet unnötig Zeit hier und wirklich viel Zeit. Und das ist nicht so schön. Das gefällt mir nicht in dem Spiel, muss ich sagen. Aber okay, es ist halt so. So, du machst das hier. Du machst das hier. Du machst das hier. Nee, du machst das hier. Du machst das hier. So. Okay, jetzt machen wir die Pause rein. Sind ja etliche Tage vergangen, um hier bloß die Produktion einzustellen, ne? Das ist das, was mir nicht gefällt. Und jetzt kann ich die Karte nicht bewegen, dahin bewegen, wo ich sie gerne hinbewegen möchte. Das ist das Nächste, was mich aufregt. Im Logistikschirm. Geht halt einfach nicht. Man kann im Logistikschirm hier nicht die Karte navigieren. So, gut. Also. Wir brauchen in diesem Regal... Warte mal. Wir brauchen erstmal... hier brauchen wir Chemikalien, die quasi von dem mittleren Regal da hinkommen. Und das geht hier in das mittlere Regal rein. So, Chemikalien. Von dem dahin. So. Ne? Dann müsste das jetzt hier erstmal
sozusagen gesichert sein. So, diese Tische sind abgehakt. Dieses Regal liefert seine Waren an dieses Regal, die fertig waren. So. Dann liefert dieses Regal das ab, das ab und das ab. Wo brauche ich denn die Metallkleinteile? Achso, ich brauche die Metallstange für die Metallkleinteile, oder wie? Nehme ich mal an. Dann ist das ja gut, dass das da so zusammensteht. So, okay. Und dieses lieferst du dahin und du lieferst das an den Verkauf. So, somit müsste der Tisch hier auch abgehakt sein. So, dann machen wir den Tisch fertig. Du kriegst von hier das, das und das und lieferst das an das Regal. Genau. So, dann ist der Tisch auch fertig. So, du weißt noch nicht, wo du das herkriegst, ne? So, dann ist der Tisch dran hier. Das Regal und der Tisch. So, das heißt, wir brauchen chemische Elemente von hier nach da. Chemische Elemente von hier nach da. Wir brauchen Plastikteile. Und wir brauchen das. Das kriegst du von da. Und du lieferst das dann nach da. So. Jetzt brauchst du noch Plastikteile. Die kriegst du da von dem Tisch. Und der Tisch holt sich von hier auch das Eingangsprodukt, was er dann von hier hinten bekommt. So, der macht die Plastiksachen, die werden dann da drin verteilt, in dem Lager, und dann geht das für seinen Gang. So, jetzt ist die Frage, ob der Logistikpunkt bis dahin durchgeht. Ist das, oder ob ich hier wirklich dieses Zwischenlager brauche. Ansonsten, ich weiß nicht, wenn dieses Zwischenlager nicht gebraucht wird, dann kann ich ein paar Waren. Ich kann ja ein paar Waren nachher von Hand selber verteilen. So, jetzt sieht das hier aber erstmal schon mal so aus, als wenn du keine Chemikalien kriegst. Die kriegst du natürlich auch vom Wareneingang. So, also der Wareneingang, wie findet das dahin, das dahin, das dahin. Gut, das dahin. So, hier sind immer noch keine Chemikalien im mittleren Regal angekommen. Kriegst du auch vom Wareneingang. So. Jetzt fehlen hier noch die Schrauben. Okay, dann müssen wir dann mal gucken, wie wir das hier drüben haben. Wenn ich das mache, was ich dann hier, da brauche ich, genau, da brauche ich das dafür. Okay, gut. Heißt also, dieses Regal muss hier den Eingangsstoff liefern, das dahin liefern, das dahin liefern, das dahin liefern und das muss dann dahin geliefert werden. So, und das kriegst du dann von hier, warte mal, vom Wareneingang. Kann ich jetzt hier nicht, kann ich jetzt gerade den Modus nicht neu definieren. Gehen wir zum Wareneingang. Kauf mal ein, Pause, Logistik. So, weiter geht's. So, ach, jetzt stehe ich wieder nicht richtig in der Mitte. Mir soll wieder in die Mitte stellen hier. Logistik, bitte. Danke. So, Pause. Pause. So. Logistik. Logistik. Oh, schwierig. So. Dann kriegst du jetzt von hier das geliefert. So, demzufolge ist die Seite hier komplett fertig. Eigentlich logistisch gesehen sollte alles funktionieren und ein Händler sollte durch die Gegend laufen. Gut. Dann ist das Ding hier auch klar. So. Du lieferst das Plastik hier hin. Dann muss ich jetzt sozusagen hier dieses Lager einmal öffnen, damit ich dann das die Plastikteile auch hier rüber transportieren kann. Damit diese Plastikteile quasi dann hier hinkommen. So, das kriegst du von hier. Das trägst du nach dort und nach dort. Du trägst das dahin. Das kommt dann dahin. So, und das kommt da rein, damit das dann da rein kann. Korrekt? Soweit korrekt, würde ich sagen.
So, dann braucht jetzt der Tisch hier oder dieses Lager und also den Tisch können wir zumachen. Das Lager ist eigentlich auch abgeschlossen. Der Tisch ist auch abgeschlossen. Das Lager ist auch abgeschlossen. Wir brauchen jetzt diese beiden Tische und dieses Lager. Ihr bekommt Chemikalien von dort, die hier aus dem Bahneingang kommen und bringt dieses Material dahin, so, welches dann hier in dieses Regal kommt. So, jetzt muss ich hier noch, warte mal, die Schrauben muss ich in dieses Regal noch bringen. So. Denn, genau, der Tisch ist abgeschlossen, der Tisch ist abgeschlossen, das Lager ist abgeschlossen. Die beiden Tische, die brauchen quasi das, das, das und geben das raus. So, und die brauchen das, das, das und geben das raus. Und das geht dann hier in den Warenausgang. Gut, dann ist nur dieses Lager jetzt hier überflüssig, wenn alles funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch die Arbeitsplätze zuweisen, jetzt von allem. So. So, du. Kriegst den Arbeitsplatz hier. Du kriegst den Arbeitsplatz da. Du kriegst den Arbeitsplatz hier. Du kriegst den Arbeitsplatz da. Du gehst nach dort. Du gehst dahin. 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 Du gehst dahin, gehst dahin, gehst dahin, gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. So, jetzt müssen wir noch Mitarbeiter einstellen oder haben wir noch welche? So, okay, Mitarbeiter einstellen. 1, 2, 3 hätte ich jetzt gesagt. So. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. So. Sehr schön. So. Und ich werde mich jetzt hier ein bisschen verdingen und ein paar Sachen durch die Gegend tragen. Gucken, ob ich das hinkriege, so wie ich das muss. So, ich kann nämlich hier in dieses Lager. So, von der Seite an das Lager ankommen. Komm nicht von der Seite an das Lager ran. Das steht falsch rum. Na gut, macht ja nichts. So, hier muss Plastik rein. Hier muss, hier kann ich das reintun. Hier kann ich das reintun zum Verteilen. Das kann ich reintun. Die kann ich reintun. So, okay. Dann hast du keine Chemikalien. Momentchen bitte. Chemikalien kannst du von mir kriegen hier. So viel du willst. So. Okay, so, dann müssen wir jetzt nochmal in dieses Lager. Genau, wir sind out of money oder beziehungsweise out of date bald demnächst. Ihr habt noch keine Chemikalien hier. Moment. Moment mal. Darf ich mal ganz kurz. Ach, die Lager stehen falsch rum. Okay, Moment. Moment, 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 Moment. Bauen. Pause. So. So, einen Schuh draus. So, dann kann ich jetzt hier aber da Plastik reinstecken. So, das Zeug reinstecken. So, und jetzt müssen die natürlich hier erstmal ein bisschen produzieren und dann das Material kriegen. Und dann sind die Läufer natürlich hier mal außenrum unterwegs. Das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, eher suboptimal aufgebaut. Das hätte man jetzt wissen können, dass diese Regale quasi eine Einbaurichtung haben. Dieses hier kann ich jetzt erstmal noch verkaufen wieder hier. Brauchen wir gerade nicht mehr. Ein bisschen Geld muss ich ja doch noch machen. Oh, er ist irgendwie out of Chemie. Verstehe ich nicht, warum er out of Chemie ist. Warum stehen die beiden hier und haben keine Chemie? Da ist doch Chemie drin, ne? Hm, okay. So, komm, kann ich mich hier durchzwingen? Ne, was ist hier los? Warum steht der hier mit Plastik rum?
weiß man nicht. Vielleicht, weil ich irgendwo Plastik reingeschmissen habe, wo ich hätte keine reinschmeißen sollen oder so. Wir werden sehen. So, aber der steht hier halt dumm rum, ne? Das ist natürlich doof hier. Was ist mit dir los? Geh mal wieder in den Arbeitsbereich und guck mal, dann machen wir irgendwas anderes oder so. So. Also wir sind jetzt schwer am Out of Money laufen hier. Das läuft gerade überhaupt nicht gut hier. Wohl, jetzt sind es. Haben wir schon die ersten hier hingeliefert oder so? Weiß ich nicht. So, was haben wir denn hier alles drin? Gib mal alles mit hier, was wir da so haben. Dann gucken wir mal, ob wir nicht hier noch ein paar Regale vollgestopft kriegen mit irgendwelchen Zeugs. Ihr seid hier out of Chemistry. Habe ich jetzt Chemie bei? Ja, ich habe 40 mal Chemie bei. Dann kann ich hier jetzt mal einmal Chemie noch mit reinschmeißen. Damit die mehr Chemie haben. Damit die mehr bauen können. So, was ist mit euch los hier? Ihr werdet nicht los hier drin, oder wie? Moment. Logistik. Dieses Lager. Dann machst du doch mal ein bisschen mehr ein. So, dann müsste das ja gehen. So, und du hast hier keine von den Dingern. Warte mal ganz kurz. Warum hast du keine von den Dingern? Warte mal, gebe ich dir mal ein paar von. So, kannst du erstmal was machen. Hoffentlich. Und was produzieren. Und ihr seid schon wieder out of Chemie. Also das geht ziemlich schnell hier. Na gut, okay. Warte mal, ich hole euch mal ein bisschen Chemie. Kann da hinten aus dem anderen Lager noch was holen. Da hinten die ganzen Lager leer räubern. Wäre ja nicht verkehrt, wenn ich das mache. Ja, jetzt sieht es gefährlich aus mit dem Geld. Nee, das wollte ich nicht aus dem Lager holen. So. Will ich immer reinstecken. So. Ich muss hier nochmal ein paar Lager leer räumen. Boah, Glückwunsch! Not important here. You're just in time. A company is gaining momentum. Worth keeping an eye on. Herausforderung abgeschlossen. 150 Module, 250 Module haben wir nicht ganz geschafft, bei 400 Modulen, naja gut, okay. Aber wir haben es auf jeden Fall erstmal geschafft und dafür, dass wir das erste Mal solche Herausforderungen gemacht haben, finde ich, das ist uns das schon ganz gut gelungen hier. Und wir können dort natürlich dann das als, ich würde sagen, Erfolg verbuchen und ab... Es war schon stressig, aber man muss schon sagen, okay, also da muss man dann wirklich auch auf die Taktzyklen achten, wie das denn wirklich funktioniert. Die Regale, das war jetzt ein bisschen blöd, dass die wirklich bloß von einer Seite sozusagen belegt werden können. Da muss ich mir noch was Neues, Besseres einfallen lassen, wie man das nutzen kann. Vielleicht die Regale dann auch einfach hinten reinstellen, dass diese Transporter dann durchlaufen müssen und in der Mitte dann halt der Weg ein bisschen kleiner ist. Also die Sachen ein bisschen näher ranstellen da, in die Mitte reinstellen, damit die Regale dann hinten getroffen werden und dass sie dann immer durchlaufen, die Leute und dann... Ja, ich wollte eigentlich die Wege kurz halten und habe sie extrem lang gemacht dadurch, ne? Das war mein Problem. Eigentlich wollte ich ja die Logistikwege in der Mitte kurz halten und habe sie extrem lang gemacht. Na gut, okay. Aber wir wissen es fürs nächste Mal. Wir haben das jetzt erstmal abgeschlossen. Das bringt uns erstmal hier so ein Kelch. Ich weiß nicht, was diese Kelche uns bringen. Ob man da irgendwas für Geld kriegt oder irgendwelche Sachen freischalten kann. Das Ganze befindet sich hier noch im Early Access. Das muss man auch sagen. Die Roadmap ist live. Die können wir uns auch mal irgendwann angucken, wann da was kommt. Ich weiß gar nicht, können wir die hier sehen? Nee, die können wir hier nicht sehen. Okay, also, kann ich das jetzt hier mal, dann muss ich jetzt mal gucken, müsste das mal hier rüberziehen, so, dann müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt hier wirklich finden, entweder seht ihr gleich mal eine Katze oder euch selber in der Inception. So, gucken wir mal, Bildschirmaufnahme. Ne, geht, wunderbar. Also hiermit die Bildschirmaufnahme, was jetzt in der Roadmap geplant ist demnächst. Und da sieht man, dass es hier Workzones geben soll, More Logistic Options, Business Development, Modding Infrastruktur will man einbringen, Ongoing Development, More Products, More Campaign Levels, Bugfixes natürlich, Midterm ist Employee Abilities, Production Quality, also eine Qualitätswertung auch noch reinbringen, kooperativer Multiplayer, sehr gut, Marketing auch sehr gut, Production Contracts, Bigger Products, Advanced Modding, many more. Also da ist einiges geplant. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr sehr, sehr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Mir macht das Spiel sehr viel Spaß. Das muss ich sagen. Es ist fummelig, es ist niedlich und es macht Spaß.
Also dann, wir sehen uns. Tschüss.